Einen wunderschönen guten Morgen und schön, dass ihr alle eingeschaltet habt zu unserem Mega-Nikolaus-Special heute an diesem Sonntag, an dem zweiten Advent. Ich bin die Sina, wer mich noch nicht kennt, und ich darf heute den Starter machen für dieses Mega-Programm. Wir machen heute natürlich Athletic Moves und kombinieren das, also diese schönen funktionellen Übungen mit statischen Übungen. Das heißt, wir werden die Übungen machen und die letzten Sekunden werden wir statisch und einfrieren. Es wird knackig. Und jetzt ist ja nicht nur der Nikolaus da, sondern der Krampus kommt auch vorbei. Das heißt, es gibt in der Mitte von dem Kurs einen kleinen Krampuslauf. Für alle, die wollen, dürfen laufen, und alle anderen, die nicht springen oder laufen möchten, habe ich auch was Schönes vorbereitet, sodass jeder den Krampuslauf einmal mitmachen kann. So, ich bin bereit. Wenn ihr es wärt, dann geht die Musik einmal an und ich wünsche euch viel Spaß. 50 Minuten haben wir Zeit. Schreibt mir gerne, wer ist am Start, wer ist da. Und dann legen wir einmal los. Lehre Nummer 3, bitte. Sonst müssen wir erst ankommen. Genau. So, super. So, öffne dich einmal, atme tief ein, streck dich nach oben und locker lassen. Machen wir nochmal. Zieh dich aus. Erstmal heute Morgen richtig schön ankommen. Gib mir noch zwei Stück. Letzte Runde noch. Komm hoch. Stütz dich ab, mach dich rund und lang. Einmal einrollen und lang werden. So, ich hoffe, es sind ein paar mit mir aufgestanden und bereit zum Sporteln, gell? Genau, zieh dich, mach dich rund und lang. Genieße erstmal in der Früh, dich aufzuwärmen. Vier haben wir noch, drei große brauche ich noch. Zwei, roll dich auf, Blick nach rechts, Blick nach links. Schau mal über deine Schulter. Genau, nimm deinen Blick ruhig mit. Schau mal, wer alles da war. Vielleicht war bei dir der Nikolaus schon da. Du hast deine Stiefel schon entleert. So, zwei haben wir noch. Blick nach unten, nach oben. Komm, einmal tief zur Decke schauen. Ja, aber richtig groß werden. So groß wie möglich. Und jetzt genieß mal. Die Hände auflegen. Ellbogen tief. Ohren hoch. So, Martina, bist du da? Hat dein Wecker richtig geklingelt? Hier haben wir noch. So, die letzten zwei. Komm in die Mitte. Dreh dich nach rechts, nach links. Einmal rechts, links. Ja, das kann immer sein, dass in der Früh das ein bisschen fester ist, gell? Jawohl, da wollen wir erstmal reingehen. So, jetzt haben wir aber genug hingeschaut, gell? So, die letzten vier haben wir noch. Gib mir noch drei Stück zum Wachwerden. Zweimal noch. Wir treffen uns in der Mitte, kreis die Schultern. Gib mir ein paar Fäuste. Genau, wir werden bestimmt heute wieder ein paar Stützrunden haben. Und da brauche ich starke Unterarme, starke Hände zum Ankommen. Die letzten vier, drei, rechter Arm neben dein Ohr und dann schwing einmal aus. Nehm den Blick mit. Hopp. Genau, richtig schön weit. Bereit mal die Schultern vor. Gib mir noch vier, drei große noch, zwei mehr noch. Beide Arme nach außen. Komm, mach dich groß und rund. Und jetzt verdreh mal deine Arme maximal auf. Maximal zu. Brust. Schön weit zu mir nach vorne schauen. Komm, zwei noch. Linker Arm einmal aufziehen und wieder ausschwingen. Komm rein. Jupp. So, ich habe insgesamt vier Kombis mitgebracht. Die ersten zwei kommen auf jeden Fall vom Nikolaus. Gell? Beide Arme. Die sind auch hier erstmal zum Ankommen. Gut. So, zieh dich raus. So, vier haben wir noch. Die letzten zwei. Jetzt sind wir schon mal oben rum wach, gell? Jetzt starten wir die Beine. Beinkreis. Komm, innen, außen. Und wechsel einmal. Ja, es sind ein paar am Start. Das freut mich, dass wir zusammen einmal trainieren. Und vorbereiten für den zweiten Advent. Ich brauche dein rechtes Bein. Komm, finde deine Balance. Na, Glühwein hat man ja noch nicht, gell? Also schätze ich mal, gell? Übergib in die zweite Hand. Dreh dich nach rechts. Nimm den Blick mit. Und jetzt pulsiere. Richtig schön groß. Nimm den Blick zu deiner rechten Hand. Acht haben wir noch hier. Die letzten vier noch. So, komm in die ersten Kniebeugen. Wir setzen uns tief und richte dich auf. Jetzt darfst du Blick und Brustbein anheben. Oh, Martina, schön, dass dein Wecker geknüpft hat. Genau. Die Nicole ist dabei. Schön, die Antje.
noch eine Martina. Mensch, im Doppelpack. Zwei haben wir noch. Helena, Katja, schön, dass du da bist. Und Diffner und Erich, ich danke euch. Single Tempo, komm, geh mal Gas. So, Erich, du wirst doch nicht unser Hahn im Korb heute sein, oder? Dann darfst du aber was einbinden, gell? Nur der Erich ist da. Super. So, wir bouncen. Bleib unten. Komm, 3, 2, 1, mach dich groß. Komm, tauch dich ein. So, 2 Stück noch. Hopp. Gib mir noch einen zum Wachwerden. Und dann brauche ich noch mal einen Beinkreis. Links, rechts, auf den großen Weg. Spann dich ab. Hup. Genau, lass die Hüftgelenke richtig schön aktiv werden. Die erste Übung sind Gleichzeitlandschuss. Da braucht man das. Linkes Bein, komm, finde die Balance. So, erstmal ankommen, gell? Wechsel in deine zweite Hand. Dreh dich nach links, blick nach links und dann Feder lässt sich rein. Genau, Stabilität im Standbein, Beweglichkeit. Komm, die letzten 8. Die letzten 4 noch. Komm wieder in die Kniebeuge. So, letzte Chance zum Ankommen. Oh, ja, 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 ja. Komm tief. Und jetzt gehen wir nochmal ins Tempo. Auf geht's. Gib mir starke 8. 7 große noch. 6. Wupp. So, 4. Jetzt spürst du schon, kann der Körper schon ein bisschen größer werden. 2. Wir bouncen. Ah, Erich, du bist nicht alleine. Der Thomas ist dabei und die Sabine. Super. So, 2 noch. So, wer fehlt noch? Johanna fehlt noch, gell? Wo ist die denn? So, wir bleiben kurz unten. So, bring die Finger an die Füße. Setz dein Becken so tief es geht und streck dich. Lass den Kopf hängen. Mach mal nochmal. Diese Beweglichkeit brauche ich gleich in den Zeitlandschuss. Streck dich wieder hoch. Zweimal. Komm, kannst gerne mit dem Ellenbogen auf die Innenseite der Knie gehen. Schieb dich hoch. Letztes Mal. Du bleibst hier. Richte dich auf. Einmal locker ausschütteln. Super. 2 Übungen. Wir haben den Zeitlunge. Streckst die Arme, kommst zurück und wieder hoch. Gehst tief, streckst die Arme zurück. Und dann haben wir den Innschwung und den kombiniere ich ein bisschen mit der Armkraft. Das heißt, du gehst nach vorne, soweit es geht, legst beide Ellenbogen ab, schiebst dich wieder hoch. Das machen wir 2-mal und dann wanderst du wieder zurück zu den Füßen. Nur die 2 Übungen. Probier mal aus. Rechtes Bein. 4, 3, 2, wir gehen tief. Komm nach unten, streck die Arme zurück, schieß dich weg. Tief, push hoch. Und vielleicht kannst du hier, wenn du zurückkommst, in deine Balance kommen. Jawohl, streck dich. Vielleicht können deine Hände, deine Arme neben die Ohren wandern. Komm tief, push hoch. Und Balance. Nochmal eintauchen, hochziehen. Whoop. So, rechtes Bein darf wach werden. Ich brauche noch 4 Stück. Wir haben 12. In Bewegung. 3 noch. So, 2 noch. Einmal im Groove. Einer letzter. Wir bleiben. Streck dich. 15 Sekunden. Und jetzt spür mal, kann der Popo tiefer? Können die Daumen hoch? So, das ist jetzt unsere Kraft, unsere Stärke. Spür den Druck auf deine rechten Ferse. Letzten Sekunden noch. 4, 3, 2, yes, das gut. Komm in den Innschwung. Wir haben 15 Sekunden Zeit. Es darf rechts schon ein bisschen spürbar sein, gell? Knie beugen, wenn du magst. Hände auffächern. Gib mir noch 4, 3, 2. Wir krabbeln nach vorne. Gib mir 2 Stück. So, kannst du gern hier in deinem Tempo machen. Und dann wieder ein schnelles Tempo nach hinten wandern. So, hier dein Rhythmus. Ihr merkt, langsamer ist schöner. Jawohl. So, wir heben uns hier noch ein bisschen Tempo auf für unseren Krampuslauf. Gell? So, 15 Sekunden hätte ich noch im Angebot. Dynamisch. So, langsam dürfen die Arme wach werden, gell, der Bauch. So, wenn du das nächste Mal vorne bist, bleibst du hier. Wir treffen uns im Stütz. 15 Sekunden halten. Genau, kurzer Ausflug.
Bauchnabel richtig schön einziehen. Die letzten 8. Also die letzten Sekunde merkt. Statisches Halten. 4, 3, 2. Super. Gut. Das war schon. Das war schon, gell? Haben wir schon geschafft. So, wir haben noch 2 Durchgänge. Wir machen erst das rechte Bein fix und fertig. Bereite dich vor. Komm. 4, 3, Zeitlunge. Auf geht's. Komm. Tief. Zieh dich hoch. Jetzt haben wir 12 Stück wieder. Wenn du sagst, Sina, ist mir zu langsam. Ihr könnt auch schneller werden. Trotzdem groß bleiben. Ja, 4 hast du schon. Mach weiter. Ich brauche noch 8 Stück. Und jetzt spür mal, deine Arme wollen neben oder sogar hinter die Ohren. Gib mir Kraft in den Rücken. Power, jawohl. In die rechte Pobacke, in den ganzen Rücken. So, gib mir noch 4 Stück. Genau, auch wenn ich so rede, ich habe euch voll im Blick, gell? Ja. Nicht, dass ihr denkt, Sina, wir haben zu viel gemacht. Nö. 2 noch. Ich bin innerlich bei euch. Letzte große Runde. Bleibt tief. Halte. 15 Sekunden brauche ich. Jawohl. Es gibt doch nichts Schöneres. Sonntag, 9:30. Genau. Zieh dich rein. 4, 3, 2. Super. Locker lassen. In Schwung. Legen wir los. Noch ist okay, gell? Lisa ist auch da. Sehr schön. Ich freue mich. Grüße nach Hamburg, gell? 4, 3, 2, auf geht's. Wir gehen nach vorne. Soweit es geht. Ellenbogen ablegen. So, wenn du merkst, oh, Sina, das geht nicht mehr gleichzeitig, dann gehst du auf die Knie, gell? Sodass du immer gleichzeitig deine Ellenbogen ablegst und gleichzeitig streckst, gell? Dann wirst du merken, wirst du immer besser. Mach weiter. Jawohl. Sobald das passiert, flup, flup, gell? Knie zum Boden. So Mittelstufe, vielleicht ist das besser. Gestreckt runter. Wenn du nicht mehr hochkommst, Knie ablegen zum Hochkommen. Genau. Das ist für jeden, was dabei ist. Jede Stufe. Gib mir noch 4. 3 mehr. Zum Abschluss bleib wieder vorne. Und jetzt bleibe hier. Wenn es geht, schließ die Füße noch. Ja. So, Blick nochmal vor die Fingerkuppen. Bauchnabel nochmal richtig einziehen. 4. 3. 2 mehr noch. Jawohl. Super. Komm nach oben. Und jetzt haben wir schon den 3. Durchgang. Das heißt, jetzt darf dein rechtes Bein knockig werden. Gell? Das brauchen wir später zwar nochmal, aber das dauert ein bisschen. So, rechtes Bein startet. 4. 3. 2. Gib mir 12 Stück. Komm tief. Streck dich. Zurück. Balance, wenn möglich. Komm tief. Streck dich. Schieß dich weg. Jawohl. Eintauchen. Mach dich lang. Und hup. So, Nummer 4 haben wir schon. Wie viel schaffst du? Ich brauche 8. 8 wären mega. Genau. 7, wenn möglich. Und jetzt darf es aber schon sein, dass das Bein ein bisschen müde wird, gell? Alles gut. Tauch dich ein. Streck dich. Ich brauche die letzten 4 von dir. Komm tief. Lang. Die letzten 3. Spür mal, kann dein Brustbein ein bisschen weiter oben bleiben? Noch 2. So, letzte Wiederholung. Wir bleiben. Streck dich hoch. Jawohl, schau zu mir. 15 Sekunden. Genau, hab das Gefühl, deine Fingerspitzen ziehen nach oben zur Decke. Tauch dich ein, die letzten 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Super, locker. So, Beine haben kurz Pause. Power in den Bauch und in die Arme. So, bereite dich vor. Finger groß aufhechen. 4, 3, 2, auf geht's. Komm nach vorne. Und sanft ablegen. Oh, genau. Ausatmen nicht vergessen. Jetzt muss der ganze Rumpf arbeiten. Gell? 2 Stück. So, wenn wir jetzt noch atmen, ist super, gell? So, kämpf dich durch, komm. Das sind die letzten Runden. Haben wir schon 3 Durchgänge, gell? Geht's euch auch so, gell? Zack, zack, ab. Letzten 4. 3. Wenn du das nächste Mal vorne bist, bleib da. Komm in Stütz. 15 Sekunden. Komm rein. Andi ist auch da. Schön. Super. Wir brauchen ein bisschen Männerverstärkung, gell? Die letzten 8, 7, 6. Sind heute
die anderen Männer alle im Nikolaus unterwegs, gell? Super, trink was, deine erste Pause. Und jetzt machen wir das Ganze auf der zweiten Seite. Das heißt, ich brauche dein linkes Bein. Und dann habe ich einen wunderschönen Bankstütz für euch vorbereitet. Das heißt, von hier, schau mal, du greifst diagonal zum Knie, über die Mitte, diagonal. Also rechte Hand, linkes Knie, linke Hand. Und du darfst richtig drehen, gell? Dass du wie in so einem kleinen Seitstütz bist. Gell? So eine ganz kleine Seitstützbewegung. So, ich brauche dein linkes Bein. Du bist bereit? 4, 3, 2, auf geht's. Komm, tief, push hoch. Komm nach oben in die Balance. So, vielleicht spürst du auch einen Unterschied. Rechte, linke Seite. Ja, nicht nur von der Kraft, vielleicht auch von der Beweglichkeit. Gell? Weil hier muss dein Sprunggelenk, Kniegelenk und vor allem die Hüfte richtig mitmachen. Komm rein, streck dich zur Decke. Komm hoch, tief, push dich hoch. So, hat jemand mitgezählt? Genau, ich mache so lange, bis ihr mir schreibt. Wir müssen so lange machen, bis ihr schreibt, wie viel müssen wir noch. So, der letzte. Wir bleiben. Halte. So, kann dein Popo nach hinten unten, können die Arme hochsteigen. Jetzt darfst du die ganze Kraft auf deinem linken Bein haben. Atmen. Komm, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, yes. Gut. So, unser schöner Bankstütz, der wird wunderschön. Ich verrat's euch. So, so wie du es kennst, schön stabile Hände, richte dich schon mal ein. Und jetzt gerne auch hier in deinem Tempo. Wir drehen uns einmal im Wechsel. Einmal kurz mit der Hand ans Knie. Kurzer Touch. Und du siehst, ich drehe mich so weit es geht nach vorne, nach hinten. Die ersten 15 Sekunden. Jawohl, bleib so. Und jetzt spürst du, brauchst du den ganzen Rumpf. Genau, richtig reingreifen. Einmal rechts, einmal links. So, die letzten 4. Jetzt bleib auf einer Seite. 15 Sekunden halten. So, bleib hier. Atme nicht vergessen, das ist unser Freeze. Jetzt haben wir ja zwei Seiten, gell? Fließender Wechsel, Freeze. Letzter. Also hier brauche ich nochmal die Stärke, die Kraft. Ja, deine Stabilität. Atmen, letzten 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, jawohl, gut. Starten wir durch in den zweiten Durchgang. So, ich habe extra heute mal zwei Übungen nur. Können wir uns schön konzentrieren. Linkes Bein startet wieder. 4, 3, 2, zweite Runde, auf geht's, komm, tief. Push dich hoch und komm wieder zurück. Ha. Jetzt spür mal, dein rechtes Bein ist schön lang. Es kann sein, dass bei dir hier eine kleine Dehnung entsteht. Ja, nicht erschrecken. Das ist manchmal so, gell? Wenn die Innenseiten fest sind und du richtig groß wirst, dann spürt man manchmal die Dehnung, nicht nur die Kraft. Gell? Alles gut. Hör auf deinen Körper. So, wie viel schaffst du noch? Ich hätte noch 4 Stück im Angebot. 4 große. Die letzten 3. Jetzt zieh durch, bleib aber groß. Das heißt, großer Radius ist das Wichtigste. Letztes Mal, bleib unten, halte. So, jetzt streck die Finger zur Decke. Schieb die Schulter nach unten, gut. Oh, Johanna kommt erst zum Faszien, gell? Da dürft ihr übrigens bleiben, gell? Schöne Kombi, Kraft und dann ein bisschen verbringen, verdrehen, beweglich werden. Super, locker lassen, gut. So, zweiter Bankstütz, der war so schön, gell? Ei. So, tauch dich ein. Gib mir noch 4 Stück. Bereite dich vor. 3. Wenn du noch Kraft hast, schließ die Füße schmaler. Auf geht's. Du twistest. Komm rein. So, jetzt spür mal rein. Schöne Stabilität. Genau. Jetzt gerne auch hier langsamer und ruhig. Genau. Umso ruhiger dein Rumpf ist, umso schöner. Genau. Umso weniger du wackelst, kommt das an, aus welchen Gründen, gell? Genau. So, jetzt zieh durch. Jetzt bleib auf deiner ersten Seite. Hold. Halte. Komm, bleib so. Freeze.
Freeze. Genau, bleib so. Genau, die Bewegung darf einfrieren, aber dein Atem darf weiter fließen. Gleich geschafft die erste Seite. 4, 3, wechsel. Zweite Seite, hold. Komm, freeze. Meißel dich ein. Komm rein. Bauch ist fest. Ist denn die Manuela gar nicht dabei? Ja. Oder sie hat noch nicht geschrieben, gell? Vor lauter Übungen. 4, 3, 2, auf geht's. Komm nach oben. Also Manuela, wenn du da bist, melde dich doch mal kurz, gell? So, dritte, letzte Runde. Und dann haben wir den Nikolaus-Part am Anfang geschafft. Dann kommt der Krampuslauf. 4, 3, 2, let's go. Komm, komm tief. Push dich hoch und Balance. Komm rein. Zieh dich nach oben. Schieb dich hoch. Tief. So, 4 hast du. Nummer 5 brauche ich. Hab. Nummer 6. Jetzt zieh durch. Nummer 7. Streck dich. Nummer 8. Streck dich. Super. Noch 4. Ja, Manu, danke. Entweder habe ich dich überlesen, gell? Oder du hast dich nicht gemeldet. Jetzt. Alles gut, aber ist super, dass du da bist. Gell? Das ist ja die Hauptsache. Der letzte. So, wir bleiben. Freeze. Auf geht's. Komm. Schenk dir deine tiefste Position. Katja, wieder Brustbein anheben. Gell? Blick nach vorne. Ja, ja. Die letzten 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Jesus Maria. Und das passt doch, gell? Jesus Maria und Josef. So, komm nach unten. In dem Plank. Mit unserer schönen Verdrehung. Und die Astrid. Manu hat sich wieder Unterstützung gesucht, gell? Auf geht's. Wir drehen uns. Komm rein. Ja, zusammen macht's doch mehr Spaß, gell? Das wäre ja was, wenn ich hier ganz allein wäre. Schön, dass ihr da seid. Ich habe mich euch als Unterstützung mitgebracht. Ich habe ja auch ganz viele fleißige Helferchen. Heute eine schöne Damenrunde, bei der Nikolaus unterwegs ist, gell? So, letzte Sekunde, ich bin bei euch, gell? Ich habe euch im Blick. 8, 7, 6, 5. Such dir eine Seite aus für deinen Freeze. Auf geht's. Eintauchen. Freeze. Bleib so. Bauch fest. So, tief durchatmen. 8, 7, 6, 5. Wir machen fließende Wechsel. 4, 3, zweite Seite. Komm, ruf dich ein. Halte. Atmen. Gut. Bleib so. Bleib so. Genau. Schöne Stärke. Gib mir die Kraft. Das ist heute unser Fokus für die letzten 4, 3, 2. Mega. So, bereite dich vor für unseren Campuslauf. Trink nochmal was. Ich tupfe nochmal. Trinken, durchatmen. So. Wir haben, nicht erschrecken, 6 Minuten. Hurra, Campuslauf. So, ich können alle springen. Fortgeschritten, ihr springt 6 Minuten durch. Mittelstufe, springen, ohne springen, springen. Wer sagt, ich möchte gar nicht springen, mega, auch super. Ja? Wer nicht springt, macht einmal Lunges nach hinten. Ich habe einmal Single, Single, Double. Ja? So, ich erkläre das währenddessen weiter. So, wir springen uns ein. Wer springen möchte, entweder Lunges nach hinten oder mit mir kommen. Rechtes Bein vor, 4, 3, 2, auf geht's. 6 Minuten und bounce. Hep, hep, bounce. Single, single, bounce. Grooven wir uns erstmal ein. Wir haben jede Bewegung 30 Sekunden. Genau. Auch die ersten sind schön, gell? 15 Sekunden haben wir noch. Jawohl. So, jetzt dürfen wir einmal was für die Pumpe machen. So, 2 haben wir noch. So, wir springen rechts und links. Doppel, doppel und wechsel. So, doppel, doppel und wechsel. Wer nicht springen möchte, macht auch hier wieder deine Side Lunge. Genau. Du entscheidest, springen oder in die Lunges. Du möchtest 6 Minuten in Bewegung bleiben. Jawohl, komm. Letzten Sekunden hier im Lunge oder in den Seitsprüngen. 4, 3. Wir laufen. Laufen. Einmal anfersen. Auch hier. Ohne springen. Anfersen. Jawohl. So, wer läuft, nehmen die Arme mit. Ferse zum Po. Du entscheidest. 15 Sekunden noch. Anfersen
oder laufen. Genau. Du entscheidest. Deine Power. Gib mir noch 8 Anlaufen oder Fersen. Und dann haben wir eine 4. Variante. Jumping Jacks. Gib mir 2 außen, innen und öffne. 2 außen, innen, öffne. Ja, 2 außen, innen, öffne. Außen, innen. 15 Sekunden. Die nicht springen wollen. Für jeden was dabei. Alles gut. Vielleicht merkst du auch, noch eine Minute und ich muss mal aufhören zu springen und wandern. Von vorne, auf geht's. Komm, wir haben Single, Single, Double. Oder deine Lunches. Du entscheidest. Jawohl. Komm rein. 15 Sekunden noch. Genau. Top. 4 haben wir noch so. Die letzten 3. Wir springen wieder nach außen. Let's go. Komm. Außen, außen und wechseln. Komm nochmal. Hip, hip und wechseln. Yes. Komm rein. Oder deine Side Lunches. Gell? Wirklich, du entscheidest. Also keine Pause. Wichtig, 6 Minuten durchziehen. Komm rein. Whoop. Komm rein. Hip, hip, chip, chip. Eine noch. Hip. Bereiten wir uns vor fürs Laufen. An Fersen. Komm rein. So, oder? Ja. So, wenn du das machst, kannst du auch ein bisschen tiefer wieder gehen. Schön ist immer, egal welche Variante, Ferse möchte zum Hintern kommen. 15 Sekunden noch an Fersen. So, jetzt darf der Körper schon ein bisschen warm werden, gell? Für unseren Campus-Lauf. Die letzten 8. 4 haben wir noch. Jumping Jacks. Öffne. Komm. Auf, zu und wechseln. Hip. Auf, zu. Hopp. Mach weiter. Oder öffnen, schließen. 15 Sekunden. Herrlich. So, jetzt zieh durch. Gut. Wer hat denn den Campus gewollt? Die Worte an ist. 4 hast du noch. 3 mehr noch. 2 noch. Von vorne. Let's go. Lunch, komm. So, ihr seid noch da. 15 Sekunden im Split Jump. Yes. Das Schöne ist, das sind unsere einzigen Sprünge, wenn du springen willst. Gell? Genau, du entscheidest immer. Jetzt machen wir noch einmal rechts und links. Auf geht's. Hopp, hopp, Zeitlunches, wenn du magst. Hopp, hopp, Zeitlunch. Sieht gut aus, oder? 15 Sekunden. Komm. Hep. Hep. So. Das, was wir sonst beim Athletic Moves vielleicht immer dazwischen machen, machen wir jetzt. Gell? Wir laufen. Auf geht's. Anfernen. So, bleib so. Ich habe extra heute keinen Schuhplatzer dabei. Gell, den machen wir wieder im Oktober. Genau. Locker anfernen. Jawohl. So, ich brauche noch 15 Sekunden im Anfernen. Zieh durch. Komm rein. Chop. Chop. So, Ferse zum Gesäß. So, bleib groß. Ich brauche noch 8 Stück. 7, 6, 5. Gib mir noch 4. 3. Jumping Jacks. Auf geht's. Komm. Hopp. Hopp. Oder der B-Step. Ne? Hopp. Hopp. So, bleib im Tempo. Hat jemand schon gestoppt, die Uhrzeit? Hat jemand die 6 Minuten gestoppt? Jetzt wird alles aufgezeichnet, gell? Schauen wir danach noch, ob es so lang war. Gut. So, bleib in den Jumping Jacks. Endspurt. Komm. So, wir haben jetzt noch einmal alles von vorne. Letzter Durchgang. 4, 3, auf geht's Mädels. Let's und Jungs. Komm euch. Push euch. Hopp. So, du entscheidest, wie groß. Gib mir noch 15 Sekunden. Komm. Campuslauf
wird schon zum Ende eingeläutet. So, die letzten vier noch. Die letzten zwei. Rechts, links. Komm. Rein. Und wechsel. So, hip, hip. Gut. Komm, jetzt ziehen wir das noch durch. Und dann verspreche ich euch, kommen keine Sprünge mehr. Dann haben wir die abgehakt. 15 Sekunden haben wir noch. Jupp. Hopp. So, Endspurt. Hopp. So, die letzte Minute läuft. Anfährten. Komm hoch. So, die Vollprofis, gell, die jetzt 6 Minuten durchgelaufen sind, können währenddessen noch schreiben. Gell? Das geht auch noch. 15 Sekunden hier. Komm. Zieh dich. Top. Top. Vier noch hier. 3, 2. Die letzten Jumping Jacks. 30 Sekunden. Komm. Gleich geschafft. Hopp. Top. 15. So, danach gibt es die Pause. Hup. Endspurt. Komm, die ziehen wir noch durch. Letzter Durchgang. 4, 3, 2. Mega! Gut! Super! Das war dein Campuslauf. Oh, geschafft. So schrecklich war gar nicht, gell? Als mit echten Campussen. Trink was. Der ist viel schlimmer. Da muss man meistens schneller laufen. Noch eine Beinkraft. Ihr trinkt was. Breite Kniebeuge. Touch, touch, hoch. Gehst tief. Touch, touch, kommst hoch. Gell? Dann mach mal schöne Bauchkraft. Crunch und reach. Das heißt, du machst dich hier rund, bleibst rund, streckst nur die Arme. Gell? Nur vor, zurück. Dein Tempo. Die zwei Übungen. Einmal Beine, einmal Bauch. Die letzte Beinkraft, also alles, was du hast, die brauchen wir danach nicht mehr. Die können schon in die Sauna gehen, gell? So, richte dich ein, breite Kniebeuge, 4, 3, 2, auf geht's. Komm, tief, hopp, hopp, komm hoch. Tief, hopp, hopp, komm hoch. Kannst gerne, wenn du die Bewegung hast, einmal mit rechts starten, einmal mit links. Auf geht's, komm, tief. Hip, hip, komm hoch. Dein Knie darf gerne kurz den Boden berühren. Ja? Tief, hip, hip, push hoch. Tief, hip, hip. Noch 4 Stück, komm. 4, tap, tap und hoch. Gib mir noch 3. Denk an deinen wunderschönen Schwung im unteren Rücken. Ja? Der möchte mal schöne Welle haben. Letzter. Wir bleiben unten. 15 Sekunden. So, Brust, Blick, atmen, wenn es geht, lächeln, wenn es noch geht, 3, 2, yes, mega, Crunch, Reach, so. So, nimmst dir deine Position ein, Schulterblätter weg vom Step, mach dich ganz kompakt und so willst du bleiben, nur die Beine strecken sich, komm, dein Tempo. So, dein erster Fokus ist der Bauchnabel. Der zieht nach innen, Richtung Wirbelsäule. Zweiter Fokus, deine Arme so weit nach hinten, wie es geht. Weit zurückschieben. Und ihr seht, mein Oberkörper macht gar nichts, gell? Der bleibt so. Zum Abschluss, bleib hier, halten. 15 Sekunden. Bauchdecke fest. Wenn du merkst, geht nicht mehr, nimm die Füße weiter hoch. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Jawohl. Gut. Super. Unsere dritte Kombi machen wir gleich nochmal. So, Beine hatten Pause. Breite Kniebeuge. Seid ihr da? Starten wir durch. 4, 3, 2. Kniebeuge. Auf geht's. Tief. Schopp. Schopp.
komm, husch. Hopp. Mach weiter. Ja, der Thomas ist jetzt wach, ne? Das freut mich. 15 Sekunden noch. Mensch. Oh. Mensch, Nicole. Du bist doch super fit, gell? Sagst du da Aua, gell? Du machst da alle Kurse mit. Bist doch pop-fit. So. Wir treffen uns hier. Hold. Muss. Blick. Denk an deinen Schwung im Unterrücken. Wenn du merkst, es geht nicht mehr, komm eine Etage höher. 15 Sekunden durchschnaufen. 4, 3, 2, yes, Crunch Reach. So schön ist ja, dass jetzt die Beine ein bisschen Pause haben, gell? 4, 3, mach dich ganz kompakt. 4, 3, 2, auf geht's. Strecken und anziehen. So, bei der Übung ist mit am wichtigsten, gell, dass du wirklich spürst, bleibt der Bauch flach. Und wenn du es wirklich nicht mehr halten kannst, gell, das kann ja vorkommen, schieb die Beine zur Decke. Ich will ja, dass dir heute noch gut geht. Und dass vor allem deinem Rücken gut geht. Schieb dich raus. Weil das sind jetzt wieder die Nikolaus-Übungen. Gell? Der Krampus, den haben wir verjagt. So, jetzt 4 hättest du noch, wenn du langsam arbeitest. Wenn möglich. So, zum Abschluss, wir bleiben. Hold. So, wenn du sagst, oh, ist zu langweilig, wir paddeln. Musst du nicht, kannst du. Dein Level. 8, 7, 4, 3, 2, yes. Dritte, letzte Runde. Mega. Mega. So, Endspurt. Letzte Beinpower. Alles, was du hast, in die Beine. 4, 3, 2, Endspurt. Komm, tief. Komm rein. Komm rein. Push dich hoch. Ah, da unten ist so schön, gell? Yes. Tauch dich ein. 8 Stück, wenn möglich. Komm. 8. Und versuch, so groß zu bleiben wie möglich. Knie kurz touchen. Touchen. Yes. Ah, Thomas, Sabine, so wie ich euch kenne, gell? Seid ihr doch schon 4 Stunden wach, gell? Habt schon Dampfnudelteig gemacht. 4 Runden noch. Bin mal gespannt, gell? Oder habt ihr heute ausnahmsweise mal länger geschlafen? 2 Runden noch. Letzter Durchgang. Bleib. Hold. Oh. 4, 3, super, Thomas, du Petze, wie, und du paddelst nicht, was ist denn da los? So, letzte Chance zum Paddeln, Sabine, mega, so, einmal hoch, 4, 3, komm Sabine, wir paddeln gleich wieder zusammen, auf geht's, strecken und zurück. So, das ist die Vorfreude, gell, zum Paddeln. Hier hätten wir noch im Angebot. Stopp. 4 im Ausverkauf, gell. Die waren noch übrig. 2 hätten wir noch. So, wir bleiben. So, und jetzt alle, die paddeln wollen. Endspurt. Stopp. Komm, zieh durch. Sabine, ich bin bei dir. Diffner, Katja, Martina, Nicole, Erich, Andi, komm. 4, 3, 2, yes. So, trink noch mal was. Und jetzt kommen wir zur letzten Kombi für heute. Da haben wir schon geschafft. Wenn ihr gedacht hattet, Liegestützen habe ich vergessen. Nee. Tut mir leid, gell? Das als krönender Abschluss, gell? Aber wir machen ganz normale Liegestütze. Ohne Schnickschnack. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht, gell? Ohne Schnickschnack. Jetzt aber das Highlight. Hold. 15 Sekunden. Blick dann nach vorne, gell?
Auch hier mit Knien unten, lange Beine, wie du magst. Und dann gehen wir noch in Schulteradduktion. Das kennst du, gell? So, die letzte Kombi. Vorderseite, Rückseite. 15 Sekunden noch zum Durchatmen. Das ist die letzte Runde für heute. 6 Minuten Belastung. Und dann seid ihr alle wach, fit, dynamisch für die Faszienstunde. Komm, 4, 3, dein Tempo. Auf. Du kannst langsam arbeiten, du kannst Gas geben, schnelles Tempo, du entscheidest. Ich brauche 30 Sekunden Liegestütz und dann brauche ich 15 Sekunden in dem Hold. 15 Sekunden dynamisch hast du noch. So, jetzt jeder sein. Ganz langsam oder Turbo-Tempo, du entscheidest. Auf den Knien gestreckt, Kinnbrust zum Boden. 4, 3, Hold. Jetzt Blick nach vorne. Halbe Strecke wäre schön. Wenn du sagst, Sina, bist verrückt, vielleicht magst du ein Stück höher kommen. Die letzten 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, yes. Woo! Komm in die Bauchlage. Oh, oder ihr seid schon, gell? Das hat bestimmt einmal Rums gemacht, gell? So geht das schon. 10 aufstellen. Daumen zur Decke, Schambein runter. 4, 3. Wir kombinieren. Auf geht's. Schau mal. Wir gehen hoch, schieben uns zur Seite, kommen wieder zurück. Hoch, eindrehen, zurück. Siehst du das? Meine Arme sind neben den Schultern. Arme neben den Schultern. Vielleicht siehst du es so besser. Ich gehe hoch, jetzt drehe ich richtig die Schulter ein, komme wieder zurück. Hoch, eindrehen. Dass du wirklich aus dem Schultergürtel die Bewegung hast, gell? Schöne Innenrotation und wieder aufdrehen. 15 Sekunden noch, gell? Hochziehen, eindrehen, zurück. Du siehst deine Hände immer im Augenwinkel. Ja? Das heißt, du möchtest nur zur Seite schieben. Letzter noch. Wir bleiben Schulteradduktion. Jetzt löst beide Beine. Bleiben hier. Jetzt so hoch es geht. Schließ die Schulterblätter. Hold. Bleib hier. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, yes. Gut. So. Liegestütz. Zwei Durchgänge. Vorderseite hatte gerade Pause. 4. 3 mehr noch. 4, 3, 30 Sekunden. Dein Tempo. So, wenn du merkst, geht nicht mehr. Vielleicht magst du gestreckt runtergehen. Gebeugt nach oben. Du hast schon 15 Sekunden geschafft. Jetzt brauche ich noch 15. Dynamisch. Dynamisch. Bleib so. So, das sind ja die letzten zwei Übungen. Das heißt, danach hast du alles geschafft. 4, 3, hold. Halte, bleib hier. Komm. Atmen. Blick ist vorne. Schau vor die Matte. Lass deinen Nacken richtig schön Schwung gehen. Bleiben, bleiben, bleiben. 8, 7. Komm, die schaffst du noch. Zieh durch, zieh durch. 4, 3, 2. Yes. In die Bauchlage. Gut. So, power in die Rückseite. Darfst die Zehen erstmal aufstellen. Schön stabil. Daumen zur Decke. Gib mir 4, 3, 2. Wir heben an. 1, zurück. Das heißt, wir kombinieren hier die Kraft mit der Beweglichkeit. Genau, in den Schultern, in deinem Schultergürtel. Eintauchen. Spür mal, bewegen sich deine Schulterblätter nicht nur zusammen, ja, das kennst du, wenn du hochgehst, sondern auch dann nach vorne aufdrücken. Die gleiten jetzt richtig schön an deinen Rippen entlang. 15 Sekunden haben wir noch hier dynamisch. So, der letzte. Hold. Bleib hier. Beine hoch. Jetzt Oberschenkel so hoch es geht. Kannst du noch Brust und Rippen dazu nehmen, dass du die Balance findest auf deinem Schambein. 8. Die letzten 4, 3, 2. Mega. Gut. So, ihr habt mitgezählt. Dritte, letzte Runde. Alles, was du hast, du brauchst nichts mehr. Gell? Nichts mehr aufheben. Bis die Su kommt, seid ihr wieder regeneriert. Gell? 4, 3, 2, let's go. Komm.
weiter, wenn es nicht mehr geht. Gestreckt tief, gebeugt hoch, das wäre Mittelstufe, gell? Wenn du merkst, geht gar nicht mehr, Knie unten lassen. 15 Sekunden. Ja, oder Slow Motion. Genau. So, jetzt da dürfen die Muskeln müde sein, gell? Keinen Bock mehr haben. So wäre schön. 4, 3, halbe Strecke. Wenn es geht, halb. Wenn du merkst, ich kann nicht mehr, Stück höher. Ja, bleib hier. Bleib im Freeze. Meißel dich ein. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Schön. Letzte Bauchlage. Gut. Mega. Ihr habt es gleich geschafft. So, wieder Daumen öffnen. Gern zur Decke. Bauch ist immer leicht fest, gell? 4, 3 und jetzt nochmal. Groß. Eindrücken. So, auch hier darf der Blick so leicht vor der Matte sein, gell? Dass du immer spürst so einen schönen Schwung in deinem Nacken, dass du den Kopf nicht fallen lässt. Ja, der ist schwer, gell? Kommt drauf an, was drin ist, gell? Bei uns ja ganz viel, gell? Du, der kann ja auch 3, 4, 5 Kilo wiegen, gell? Ui, jupp. Deswegen habe ich die Haare kurz, gell? Spare ich mir ein paar Kilos. Die letzten. Komm rein. Letzte Runde. Wir bleiben oben. Beide Beine. Komm. Jetzt Brust, Rippen. Schließ nochmal. Komm, die letzten 15 Sekunden. Kneif die Pobacken nochmal zusammen. Atmen. 4, 3, 2. Ihr habt's geschafft. Gut. Schieb dich kurz zurück. Tauch dich ein. Eieiei. Mach die Arme lang. Du kannst ein bisschen das Becken pendeln lassen. Gut, ihr bleibt hier. Ich mache kurz die Musik ein Wechsel. Ihr dürft da so ein bisschen hin und her euch durchschieben. Ein bisschen in Bewegung bleiben. Und dann darfst du einmal dein Becken ganz unten lassen. Und gerne die Arme auch ganz nach hinten nehmen. Sodass die Hände zu den Füßen kommen. Machst dich ganz klein und kompakt. Da bin ich schon wieder, gell? So, ihr dürft die Arme gern ganz nach hinten legen. Vielleicht magst du die Stirn ablegen. Vielleicht magst du so ein bisschen die Oberschenkel öffnen. Brust und Bauch dürfen dazwischen Platz haben. Atme tief in den unteren Rücken. Wanders mit den Händen nach vorne. Streckst dich nochmal richtig raus. Kommst in den Vierfüßlerstand. Machst dich rund und lang. Genau. Gerne ausatmen, ganz rund werden. Einatmen, wieder Blick nach vorne nehmen. Mal kurz nachspüren. Eine letzte große Runde noch. Genieß nochmal die Länge und dann wander einfach auf deine Fußsohlen. Lass die Fersen nochmal so tief sinken, wie es geht. Und dann roll dich langsam auf, sodass dein Kreislauf mitkommt. Gut, nimmst das rechte Bein nach hinten. Spann dich auf, heb deinen Blick, deine Brust. Komm zurück. Wechsel die Seite, atme nochmal tief ein in die Vorderseite. Mal jede Seite noch einmal. Letztes Mal noch. Stütz dich nochmal ab. Rund und lang. Gerne mal so die rechte Schulter ein bisschen vorziehen. Mal die linke Schulter ein bisschen vorziehen. Und auch hier roll dich nochmal auf. Atme tief ein. Ihr habt den Nikolaus sowie den Krampuslauf super geschafft. Ich bedanke mich bei euch. Schön, dass ihr dabei wart. Und wer jetzt nochmal ein bisschen durchkneten möchte, bleibt dran zum Fasting Balance. Schön, dass ihr da wart. Einen schönen Sonntag. Tschüss.